Herzlich willkommen zum Ultraschall 4 Hands-on-Video mit Johannes. Johannes. Hallo Udo, ich grüße dich. Hallo, stell dich doch mal kurz vor, was du so machst und welchen Podcast wir heute hier anfangen zu schneiden. Ja, also ich mache verschiedene Podcasts seit zahlreichen Jahren, auch mit dir zusammen unter anderem. Mhm. Unter anderem war es Puerto Partida, der will doch nur spielen, das Magenmagazin, Akte Aurora, ein Wolf liest Märchen und das neueste Projekt ist plötzlich Piratin, bei dem wir eben heute ja, die Folgen schneiden, wie man hier schon im Hintergrund sehen kann. Sehr gut. Und was passiert denn da so, wenn man die Folge aufnimmt? Also wie viele Leute habt ihr da, was nimmst du da alles auf, was fällt da an Daten an, wie lang und so weiter? Sieht ja schon ordentlich viel aus. Ja, genau. Also wir haben bei diesem Projekt wieder weniger Personen im Stream als bei manch anderen vorherigen Projekten. In erster Linie bin das ich als Host, dann zwei weitere Darstellerinnen und ein Kandidat. Dann haben wir noch zwei Spuren, einmal für die Atmo hier und einmal für einen Spieler quasi direkt aus Ultraschall. Also das vier heißt, Sprecher, einmal Atmo, einmal Geräusche. Ja. Und das spielst du live ein, richtig? Genau, das spiele ich live ein, hier mit dem iPad. Okay, das heißt, du benutzt noch nicht das Soundboard von Ultraschall, sondern Auch. Genau, also hier haben wir zum Beispiel das Soundboard Ultraschall. Ja, also wie man sieht, du hast das alles schon so ein bisschen vorsortiert und es gibt Farben. Die Farben hast du dir vorher schon eingestellt, damit du unterscheiden kannst, was ist, ne? Genau, also im Grunde genommen sind alle Stimmen blau und man sieht hier auch, dass ich quasi zum einen mein Standmikrofon aufnehme und mein Headset. Das Standmikrofon nehme ich eigentlich nur, wenn ich irgendwie noch Geräusche spontan mit den Händen oder sowas mache. Mhm. Das heißt, das wäre jetzt zum Beispiel eine Spur, die wir bei der Aufnahme auch einfach rauslöschen können. Das heißt, ich würde jetzt als erstes hier mal Podcast nochmal Prepare All Tracks for Editing machen. Genau, mach das mal. Das hat er also quasi noch nicht gemacht. Also eigentlich fragte dich das schon, ab Version 4 fragte dich das eigentlich, wenn du die Aufnahme beendest. Da hast du das aber dann nicht gedrückt, weil du noch irgendwas machen wolltest. Nee, ich hatte es schon gedrückt, deswegen war das Soundboard schon weg. Aber ich wollte es zur Demonstration. Habe ich es wieder eingeschaltet, aber genau. Es hat nicht funktioniert. Sehr gut. Okay, alles klar. Gut. Also das heißt, die Spur würde ich jetzt erstmal entfernen. Ich würde, bevor du irgendwas machst, würde ich dieses Projekt nochmal speichern. Alles klar. Als vorher irgendwie speichern unter Projektname unterstrich Backup. Dass du einfach nochmal so eine, wenn irgendwas schief geht. Aber man hat doch die einzelnen Spuren hier bei Records quasi mit drin. Ja gut, kannst du auch. Aber eigentlich sollte man sich immer angewöhnen, ein Backup zu machen, okay, wo man im Notfall auch nochmal rein kann und alle Spuren untereinander sieht. Da muss man sich das nicht nochmal herstellen. Und wichtig ist jetzt die andere wieder öffnen. Nee, du hast jetzt unten diesen Haken gemacht, dass er alle Medien kopiert, glaube ich. Mach nochmal Speichern unter. Nee, speichern unter, save as, es geht hier ein bisschen langsam. Genau, jetzt ist da unten nämlich dieses Copy All Media an. Was er jetzt gemacht hat, ist in diesem Fall nicht mal verkehrt, aber es kostet natürlich viel Speicherplatz. Er hat jetzt ein neues Projekt angelegt und alle Daten nochmal kopiert. Ach so, du hast es auch in den gleichen Ordner gemacht, dann sollte es egal sein, weil du ja die Recordings im gleichen Ordner, das heißt, er hat jetzt nichts gemacht. Aber hättest du es jetzt zum Beispiel auf eine andere Platte nur das Projekt speichern wollen, dann hättet ihr jetzt alle Mediendateien mitkopiert. Okay, gut zu wissen. Das kann man machen, wenn man es will. Es ist super praktisch. Wenn man es nicht will, nervt es halt, weil es dauert. Jetzt lösche ich quasi erstmal die Spuren, die ich nicht brauche, die ich quasi angelegt habe, ohne dass sie Verwendung gefunden haben. Genau. Bei der Regie schaue ich immer, ob sie quasi am Ende mit in der Aufnahme drin war. War in dem Fall nicht der Fall. Genau, dann kannst du die Spuren komplett rausschmeißen. Das heißt, die Spuren lösche ich schon mal. Und dann sieht das nämlich auch schon aufgeräumt aus. Jetzt gibt es schon einen Tipp. Wenn du mal links in dieses Fenster klickst, wo die einzelnen Spuren sind und dann mal
Da, ja, einfach so in den Bereich unten, wo nichts ist. Nee, so. Also unten einfach ins Nichts, dass du dieses Fenster markierst. Und jetzt mal Apfel A drückst oder Steuerung A am PC, dann markierst du alle Spuren. Apfel, ach so, ja, klar. So, wenn du jetzt mal die Taste H wie Höhe drückst. Oh. Ah, oh, und wenn du jetzt jetzt drück mal nochmal H. Entschuldigung. Ja. Verstehen Sie? So, ja, jetzt hast du schon mal so eine Grundeinstellung für die Höhe. Oh, das ist wirklich sehr sinnvoll. Ja, weil das kann man auch zwischendurch gut machen, wenn du dann eine Spur hast, die gerade nicht wichtig ist, klickst sie an, drückst H, ist sie klein. Wenn du sie wieder brauchst, drückst du halt nochmal. Ah, das kann ich also hier auch mit A. Ah, nice. Genau. Ne? Dafür ist das praktisch. Genau. Ja, eigentlich sind mir die anderen Sprecher alle unwichtig. Ja, so. Was du jetzt auch machen könntest, wenn das sinnvoll ist, könntest du jetzt auch zum Beispiel sagen, du machst deinen drei Figuren noch andere Farben, wenn das irgendwie wichtig ist, aber scheinbar. Nö, dafür habe ich es hier vorne quasi davor eingetragen. Ja, so. Ja. Jetzt ist die Frage, wie viel schneidest du denn da überhaupt? Machst du nur hinten vorne sauber und schneidest Versprecher weg? Oder gehst du hin und machst wirklich Feintuning von Gesprächen, wenn es gerade mal länger dauert, dass du irgendwas rausschneidest? Also wie viel Aufwand machst du dir? Also vorne, hinten schneiden wir weg. Wir schneiden am Anfang und am Ende die Äs weg und so Gesprächspausen, die ich gerne mache, weil ich dazu neige, Sätze anzufangen, ohne die Wörter quasi auszusprechen. Mhm. Die Pausen mache ich tatsächlich teilweise raus, aber meistens nur am Anfang und am Ende und dann vielleicht so mittendrin, wenn mir was auffällt. Okay, also genau deswegen, weil Podcast, also wenn man hört, einen Podcast hört, dann bleibt halt der Anfang und das Ende am meisten hängen. Und manchmal, wenn ich schlecht geschlafen habe oder so, dann hört man das, weil ich dann so ein Atmen immer mit drin habe noch. Mhm. Und die schneide ich teilweise. Also schneiden ist da eigentlich zu viel, aber ich mache einen Cut und fade das quasi ein, sodass der noch da ist, aber nicht so laut. Okay. Ja, da hatten wir auch am Anfang des Projekts drüber gesprochen, dass es so optimiert sein soll bei der Aufnahme auch schon, dass man möglichst wenig Schnittarbeit hat, damit es halt schnell geht und nicht so viel Zeit kostet. So. Ja. Im Gegensatz zu dem Projekt davor, wo ich mir, glaube ich, immer so 10 Stunden pro Folge ungefähr genommen habe oder 12, je nachdem, wie es kompliziert war. Aber hier soll es jetzt zack, zack gehen, nicht zu viel Arbeit, dann ja, klingt es auch vielleicht nicht ganz so gekünstelt in manchen Fällen. Gut, dann zeig doch mal, wie du das machst am Anfang, den Anfang finden. Wahrscheinlich anhand der Musik, die da irgendwann kommt. Ne? Ja, genau. Also wir haben hier die Intro-Musik. Wir haben, verschoben. Ah, hier haben wir die Intro-Musik und vor der Intro-Musik kommt eigentlich Stefan. Schon fertig. Das ist schon klar, ist damit drin. Genau. Früher war der hier mit in der Atmo, mittlerweile bei den neuen Projekten ist er nämlich schon im Tagebuch separaten, in der separaten Spur. Und die separate Spur kommt quasi aus Ultraschall. Mhm. Gut, das heißt, du willst jetzt erstmal grob markieren, wo es losgeht. Und von im Grunde genommen gehe ich hier hin, drücke da O für Output, den Anfangsput nimmt er automatisch und schneide das hier weg. Wahrscheinlich gehe ich hier noch auf die Cutter-Ansicht und würde jetzt die Spuren erstmal. Oh Gott, wenn du mir zuhörst, zuschaust, plötzlich fühlt man sich so beobachtet. Ah, du hast jetzt eben, wie hast du es rausgeschnitten? Mit Apfel X wahrscheinlich, ne? Nee, ich habe einfach hier gedrückt. Auf den Ripple-Cut vorne und habe jetzt alle Spuren markiert und quasi rangeschoben. Dieser Ripple-Cut mit der Schere, wo du gerade mit der Maus drüber gefahren bist, da siehst du auch, wenn du mit der Maus drüber fährst, dass das CMD plus C, X meine ich. X, genau. Also das Gute ist, du kannst ja dann quasi, wenn du jetzt viel schneidest und das schnell durchgehen willst, kannst du dir quasi die Hand unten bei
Apfel und X oder Steuerung X auf Mac bleiben. Und daneben ist ja auch noch Steuerung Y. Mhm. Wenn du jetzt mal einen Bereich markierst, den du nicht... Zu plötzlich Pirat. In unserer Hauptfigur Sam. Ja. So, dieses Stück, und jetzt sagen wir mal, du willst das zwar rausschneiden, du willst aber eine Lücke hinterlassen. Oder das Muten in diesem Fall. Dann könntest du jetzt, markier mal nur die Spur da von dir und die anderen nicht. Genau, wenn du jetzt mal Steuerung Y drückst. Ja, das wäre 2 gewesen, genau. Oh. Dann siehst du, du hast jetzt dieses Stück gemutet mit dieser Mute-Funktion. So. Das ist manchmal ja nicht so, dass praktisch. Man sich das in den Tutorials nicht schon angucken könnte, aber... Ja, man vergisst es immer schnell. Und dann kannst du nämlich relativ schnell, weil du hast ja eigentlich immer nur, du willst entweder auf allen Spuren was rausschneiden, wenn, was weiß ich, die Tür aufgeht und der Nachbar reinkommt, oder du willst nur etwas muten, weil jemand geräuspert hat. So. Dazu gibt es oben nochmal, wenn du über diesen Icons guckst, gibt es das dritte von rechts. Das ist dieser Mauspfeil in den Markern. Mhm. Wenn du den mal anmachst. Den mag ich irgendwie nicht. Ja, das ist aber praktisch. Und jetzt sagen wir mal, du willst unten bei Steff sein erstes Wort, da ist doch so eine Spitze, ja. das willst du jetzt, ja. sagen wir mal, rausschneiden. Jetzt kannst du dieses Stück einfach markieren. Wenn du jetzt mit der Maus in seine Spur gehst und in der Spur dieses Stück, die Markierung aufziehst, mit Maus gedrückt halten und markieren und dann loslässt, dann hat er jetzt nicht seine Spur markiert, aber dieses Item, ne? Siehst, da ist dieser gelbe Rahmen drum um sein Item. Wenn du jetzt nochmal Command Y drückst, dann siehst du, hat er auch nur dieses Stück da gemutet. Das heißt, mit dieser Maus in den Kästchen, wenn du das anmachst, kannst du in den einzelnen Spuren Dinge markieren und dann markiert er auch automatisch das Item, was da drunter liegt. So kannst du dann sagen, ich möchte nur auf dieser Spur bitte was muten oder auf diesem Item, musst aber nicht vorher das Item anklicken, sondern das machst du in einem Rutsch. Ah, verstehe. Ne? Okay. Gut, dann kannst du das erstmal wieder rückgängig machen mit Apfel Y. Ja, hallo und herzlich willkommen. Ja, da lacht er, das können wir tatsächlich mal rausschneiden. Genau. So. Wir machen das nicht so, wenn die Kandidaten lustig sind. Eine neue Funktion, die es auch seit Ultraschall 4 gibt, wenn du mal mit der gedrückten Alt-Taste auf ein Stück Audio klickst, wo du einen Schnitt setzen möchtest. Oh. Ich habe jetzt genau, jetzt hast du da unten geklickt, jetzt hast du da einen Schnitt gesetzt. So, du setzt einen einfachen Schnitt mit der Alt-Taste und Klick. Mhm. Am Anfang von dem Stück, was du rausschneiden willst. Und wenn du jetzt Alt und Command gedrückt hältst und dann nochmal klickst, rechts davon, dann löscht er das. Das heißt, du kannst mit 2 Klicks einen Bereich löschen, indem du einmal an den Anfang klickst mit Alt und am Ende des Bereichs mit Command Alt. Und da die Tasten auch wieder nebeneinander liegen, geht das relativ schnell. Das heißt, du kannst einfach hingehen, Alt-Taste, Klick, Ende suchen, was weg soll, nochmal Klick und dann hast du ein ganzes Stück entfernt. Also das habe ich immer gerne benutzt, um Stille rauszuschneiden. Dann klickst du nämlich am Anfang der Stille einmal mit Alt, spulst zum Ende der Stille, drückst Command Alt und du bist die Stille los. Wenn du zum Beispiel was verschieben willst, ne, dann willst du ja die Stille dazwischen weg haben, damit du es dann anfassen kannst und schieben kannst. Ah. Sonst kannst du natürlich mit der S-Taste auch einen Schnitt setzen und kannst jetzt den Mittelteil markieren und jetzt die Entfernen-Taste drücken, aber das kannst du mit dem Alt-Command-Klick halt mit einem Klick sofort erledigen. Jetzt hast du dir viele kleine Teppiche gemacht. Ja, aber die kann man ja wieder entfernen. Genau, aber du hast das Prinzip verstanden. Ne? Also du kannst, wenn du nur ein Stückchen rausschneiden willst, wo du den In- und Out-Punkt hast, musst du nicht am Anfang gehen, I drücken, ans Ende gehen, O drücken, die Spur markieren, dann irgendwas, sondern du kannst einfach in die Spur klicken mit Alt, machst Schnitt nur auf der Spur, klickst ans Ende von dem, was weg soll, mit Command Alt und dann ist es sofort verschwunden. Hm. Ne? Cool. Genau, guck mal, da siehst du ja jetzt auch, da sind ja jetzt große Abschnitte von Kati zum Beispiel, wo sie noch gar nicht spricht. Ne? Also wenn du jetzt zum Beispiel mal zurückzoomst, könntest du jetzt sagen,
du guckst, wann Karte das erste Mal spricht und setzt davor einen Command-Alt-Klick, damit er dann den Rest davor automatisch rausschneidet. Oder du fährst die Kante mit der Maus an und ziehst die rüber, das geht natürlich auch. Weil dann hast du diese ganzen kleinen, sie hat sich dann scheinbar nicht gemutet und dann hast du da immer irgendwelche Atmer und Rauschen drin. Das wird wahrscheinlich durch den Dynamics-Effekt eh weggemacht, falls du ihn benutzt, aber kann man auch rausschneiden. Das ist halt die Frage, wie viel Aufwand man sich macht. Ne? Aber jetzt um den Anfang zu putzen, kannst du mit diesen Funktionen ja schon ziemlich gut arbeiten. Oh, das war zu viel. Ja. Genau, gut. Dann benutzt du den Dynamics-Effekt, um die Lautstärken auszugleichen? Oder machst du das nachträglich zum Beispiel mit Auphonic oder irgendeiner anderen App für Lautstärkenanpassung? Da ich das für dieses Projekt noch nie gemacht habe, bin ich mir noch ein bisschen unsicher, wie ich es denn machen soll, weil, ich sag mal, die Stimmen müssen ja auf minus 16 Luft sein, während die Atmo, ich glaube, minus 32. Ja, wird mal minus 36 sollte. So experimentell ermittelt, dass das gut ergeben hat. Das kommt natürlich immer auf die Atmo an, aber meistens hat es gut gepasst. Und, genau, also, aber Intro soll ja trotzdem genauso laut sein, im Grunde genommen, wie die Stimmen. Deswegen, also was du machen kannst, du könntest jetzt mal, oder generell, man sollte, bevor man anfängt zu schneiden, einmal sich grob anhören, wie klingen die Sprecher und Sprecherinnen, muss ich da schon mit dem EQ und mit der Dynamik vielleicht was machen, weil die ja vielleicht unterschiedlich laut und leise sind. Außer du hast jetzt dann alle das gleiche Mikro verteilt und alle haben ihre Settings perfekt und klingen sowieso schon gut, dann muss man natürlich nichts machen. Aber wenn du hat das schon, ne? Ja, eben, genau. So, also du könntest jetzt zum Beispiel mal hingehen und deine Spur auf Solo stellen, indem du vorne dieses kleine S anklickst. Solo heißt, dass man jetzt nur dich hört, wenn du Play drückst. Ich habe heute gar keine Post für dich. Irgendwie hat der Severin dir heute gar nicht geschrieben. Die letzten Tage immer, aber heute nicht. Keine Ahnung, warum. Genau, wenn du jetzt mal unten rechts bei dem Master unten dieses Peak-Meter geguckt hast, dann war das nie im grünen oder orangen Bereich, sondern es war. Ich weiß es nicht, aber ich wollte dir nur Bescheid sagen, dass, keine Ahnung. Ne? Das ist damals so. Genau, man möchte das eigentlich, also das ist ungefähr so eingestellt, dass es diese Lufts misst. Das kann man nicht direkt in Reaper machen, weil Reaper diese Messungen einfach nicht hat für den Master, aber wir haben ein Setting genommen, was dem sehr vergleichbar ist. Genau, um das jetzt zu machen, dass du möglichst immer gleich laut bist, klick mal bitte deine Spur an und dann drück die FX-Taste unten im Mischer. Mhm. Also die. So, ist das deine Spur jetzt? Nee. Nein, ist es nicht. Klick mal deinen anderen. So. Genau, da siehst du jetzt, da ist der Rea EQ, das ist unter der Equalizer. Hast du den einfach genommen, so wie er war, oder hast du den für dich irgendwie optimiert? Nö, den habe ich so genommen, wie er ist. Dann mach den mal aus, indem du das Häkchen da vorne wegmachst, weil das scheint mir ein bisschen aggressiv. Genau, das ist dieses Preset für dieses HMC-Headset. Aber jetzt mach erstmal das Dynamics, bei den Dynamics das Häkchen an. Das ist aber vom, das ist glaube ich noch das HMC-Headset. Ach, du hast das HMC-Headset, ach so. Also jetzt nicht mehr, weil ich gemerkt habe, dass mein normales Mikrofon besser klingt. Ja. Und zwar deutlich besser. Ja. Aber in der Aufnahme habe ich das noch benutzt. So. Ja, ist ja auch nicht schlimm, wenn es gut klingt, aber lass uns jetzt erstmal weg. Jetzt gehen wir auf den Dynamics-Effekt und klick den mal an, dass man den mal sieht. Mhm. Wenn du doppelt klickst auf das Wort Ultraschall D, dann geht das Fenster, ploppt dann da raus und man kann es verschieben und größer, kleiner machen. Da gibt es jetzt drei Regler. Der erste Regler stellt die Ziellautstärke ein. Die müsste jetzt auf minus 16 stehen. Weil du willst ja auf minus 16, hatten wir gesagt. Ne? Mhm. Das heißt, den Regler fässt du gar nicht an. Der zweite Regler, das ist der wichtigste von allen, der Noise Floor, der gibt an die Grenze von wie laut, oder da stellt man ein, wie laut muss ein Ton sein, damit er akzeptiert wird als Sprache. Und also alles rechts von diesem Punkt ist Sprache und alles links, also alles, was leiser ist als der Punkt, den du einstellst, das wird als Nebengeräusche oder als Noise, als Rauschen halt erkannt und dann leiser gemacht. Also alles, was rechts ist, wird lauter gemacht
und alles, was links davon ist, wird leiser gemacht. Das heißt, du müsstest jetzt dir mal, du kannst ja jetzt ja mal so einen Satz da oben markieren und dann die Wiederholen-Funktion anklicken. Das ist oben über dem, bei dem Play-Knopf gibt es so ein dieses Recycle-Zeichen da quasi. Das ist dann ich, ja. eine Endlosschleife. Genau, wenn du jetzt mal Play drückst, wird das immer wieder abgespielt. Das sind so halt hier in Nombreo, ne? Ja. Ah, ist vielleicht ein bisschen lang. So, und jetzt musst du halt gucken, am besten fängst du erstmal an und nimmst dir einen Bereich, wo du nicht sprichst. Also da, wo es leise ist. Okay. Um zu sehen, ob da irgendein Pegel ist. Also ist da so ein Rauschen drunter oder ist da vielleicht ein Klackern? Und dann guckst du einfach mal, wo das so liegt. Ob liegt das links oder rechts von dem Punkt? Ja, meistens links. Es darf nie am Punkt liegen oder orange oder grün werden. Dann musst du den Punkt weiter nach rechts schieben. Und du musst den Punkt leider, kannst du nicht anfassen, du musst oben den Regler schieben. So sieht das, glaube ich, doch ganz gut aus. Mhm. Dann kommen wir ja gleich im Bereich, wo du sprichst. Und dann soll halt die Sprache immer rechts von diesem Punkt liegen. Mhm. Du siehst, dass der Ort, an dem du quasi warst, war E3, also das, das Miete ist auf E3, aber ich glaube, am Anfang war noch so ein drin. Den würdest du, glaube ich, damit wegkriegen, wenn du den Regler noch ein bisschen weiter nach rechts schiebst. Mhm. Du meinst diesen Atma? Diesen Atma, da könntest du mal gucken, wenn du den Regler weiter nach rechts schiebst, dann wird der Atma ja quasi als Rauschen erkannt und dann hört man ihn nicht mehr. Schiebst du mal den Regler, guck mal, der ist jetzt bei, ne? Jetzt schiebst du den so, dass er rechts von der Linie ist und schon ist er leiser. Genau. Mit dem unteren Regler kannst du übrigens einstellen, wie viel leiser etwas gemacht wird. Also dann siehst du auch, ändert sich diese Kurve. Es wird nie abgeschaltet, weil dann wäre es ja weg. Das wäre ja schlimm. Und wenn du den nach ganz links schiebst, bleibt er so laut, wie er ist. Und wenn du nach ganz rechts schiebst, wird er halt ein bisschen leiser. In diesem Fall halt so 9 dB, 6 dB, 10 dB. Mhm. So, jetzt kannst du ja nochmal gucken, ob dir das jetzt für deine normale Sprache alles so gefällt. Du siehst, dass der Ort, an dem du quasi warst, war E3, also das. Mhm. Genau, jetzt siehst du, das ist alles immer, achso, wenn du den Ultraschall jetzt mal zumachst und unten auf dieses Peakmeter guckst von dem Master, dann sollte das immer da ungefähr. Mhm. Du siehst, dass der. So. Also der blaue, dicke Balken. Das habe ich nicht verstanden. Also das Messgerät von dem Master unten im Mischpult. Da gibt es also zwei. Was sie warst, war E3. Da gibt es den dicken blauen Balken. Der zeigt so eine gefühlte Lautstärke an. Und der dünne Balken, der zeigt wirklich die Peak an, also wie hoch der Ausschlag der Welle ist. Der sagt über die Lautheit, ne? Sondern so. Lautheit muss immer ermittelt werden über den Lauf der Zeit, deshalb ist dieser blaue Balken auch ein bisschen träger, also der schwankt nicht sofort, sondern der hat immer so, glaub, 3 oder 4 Sekunden oder 2 Sekunden braucht der immer, bis der sich bewegt. Okay. Wenn du den jetzt nochmal ablaufen lässt, wirst du sehen, dass der immer um die minus 16 schwankt, soll er zumindest. Der Ort, an dem du quasi warst, war E3, also das Miete ist auf E3, aber anscheinend ist H6, wenn man das weiterzählt, mitten im Wasser und nicht auf der Karte. So, wenn du jetzt den Effekt nochmal ausschaltest und die gleiche Stelle vielleicht nochmal anguckst, dann sehen wir den Unterschied. Mhm. Du siehst, dass der Ort, an dem du quasi warst, war E3. Das Miete ist auf E3. Genau. Also der Effekt tut genau das, was er soll. Er macht es lauter. Man muss den, wie gesagt, man muss ihn pro Sprecher einstellen. Man kann einfach nicht sagen, ich habe den Dynamics doch angeknipst. Das geht nicht, weil dann hast du Pech hast, wird dann jeder Atmer plötzlich so laut, weil er halt rechts von dem liegt. Du musst es halt so einstellen, dass dieser Schwellwert, wo es Rauschen
wo ist Nutzsignal, was ich benutzen will. Den Wert muss man leider einmal per Hand einstellen. Das geht noch nicht automatisch. Ich wüsste auch nicht, wie man das automatisch machen soll. Und kann man das theoretisch schon, könnte man da Presets anlegen? Ja, du kannst jetzt, wenn du mal guckst, da ist ja, steht ja das Wort Basic, glaube ich, und daneben ist ein Plus. Ja, da müsste ich jetzt, aber würde ich jetzt gerne noch mal ganz kurz gucken, ob das, du siehst, ob ich das nicht sogar noch ein bisschen besser hinbekomme. Ja, stellst dir mal so ein, dass es optimal ist. Wie ist es denn für dich? Würdest du den Atmer jetzt noch leiser machen? Oder? Ein bisschen, ja. Mhm. Du siehst. Außer du, deine Sprache ist natürlich genauso laut. Das musst du halt ausprobieren. Das, Wenn du merkst, wenn du den Atmer wegmachst oder leicht wegmachst, aber der Rest dafür wird dann auch leiser, dann geht es natürlich nicht. Dann würde ich ihn per Hand wegschneiden. Ja, dann gucken wir doch einfach mal irgendwo random noch rein, wo es ein bisschen leiser ist wie hier. Ach so, nee, das weißt du gar nicht. Du hast es nicht probiert. Das ist ein dunkles, genau. Und das probierst du auch nicht. Okay. Du siehst schon, wo du nicht sprichst, regelt er dann wirklich auch irgendwie 20, 40, 35 dB runter. Das heißt, dein ganzer Hintergrund rauschen, irgendwer läuft vorbei vielleicht oder du raschelst mit den Händen, das macht er dann alles leise. Ne? Mhm. Ich will da gerade noch mal kurz. Mhm. Ja, stimmt, das ist nur ein Ding. Nur Genau. Ja. Ist natürlich trotzdem gefährlich, wenn du jetzt mal flüstern willst, dann wäre es natürlich weg. Das heißt, du musst es trotzdem einmal durchhören am Schluss und sagen. Ja, aber es ist ja nicht so, dass meine Stimmen, die ich einsetze, unterschiedliche Lautstärken oder sowas haben. Also das muss man natürlich einfach nur wissen. Dann kann man ja auch sagen, also was ich dann zum Beispiel oft gemacht habe, ich habe mir dann einfach zwei Spuren für den Sprecher gemacht. Also du könntest den zweite Spur, Johannes, machen, wo du alle Sachen drauf tust, die der Dynamics nicht mag. Und dann machst du da halt einen anderen Dynamics zum Beispiel. Oder machst keinen Dynamics und dafür alles lauter. Oder du machst dir eine eigene Spur nur, wenn du Hall hast und so. Also das kann man dann nach Spuren quasi trennen. Okay. Und jetzt habe ich hier auf dieses Pluszeichen geklickt. Genau, jetzt und kann jetzt da Preset gehen. Preset. So, jetzt nenne das jetzt Johannes. Nennst du es Johannes und vielleicht noch mit dem und dem Mikro, dass du weißt, welches Mikro das ist. Welches war das? Das THC oder wie heißt das? HMC. HMC. Nee, das ist das Beyerdynamic, ich Vollpfosten. Ja, dann ist auch egal, also einfach Headset. So, ne? Weil beim Headset hat man ja eh nochmal eine andere Mikrofondisziplin, weil du ja immer dran bist. Also wenn du jetzt das freie Mikro hast und bewegst dich dann mal so weg und kommst wieder, dann muss man das eh noch ein bisschen anders einstellen. Ne? Okay. Und das machen wir jetzt quasi nochmal für. Das machst du für jede Spur, wo ein eigener einzelner Sprecher drauf ist oder Sprecherin. So, aber jetzt habe ich halt das Problem. Geräusche würde ich das zum Beispiel, glaube ich, nicht machen. So viele Geräusche gibt es ja auch nicht. Die Atmo könntest du darüber, weiß ich auch nicht. Die würde ich, glaube ich, eher nur einmal messen und gucken, wo sie liegt. Und wenn sie zu leise ist, machst du sie halt lauter. Also, das heißt, jetzt in dem Fall wäre das jetzt. Die liegt jetzt gerade hier. Bei. Ja, auf der Toilette. Die beginnt bei minus 42 und geht aber hoch. Ne? Das ist natürlich jetzt nicht so einfach. Also dann würde ich eher über die ganze Dinge, über die Zeit analysieren, auf einen bestimmten Wert. Oder die Datei halt vorher schon so anlegen, dass sie. Ja, ursprünglich sollten die ja auch so sein, aber dadurch, dass ich sie quasi mit dem iPad einspiele und manchmal ist es dann doch zu laut und dann, wenn ich es klug gemacht habe, dann regle ich quasi diesen Regler runter, weil der hat keine Auswirkung, wenn ich den wieder hochdrehe. Ja. Und wenn ich es dumm gemacht habe, habe ich am iPad leiser gemacht, weil das schneller geht. Und das da habe ich, also den Regler habe ich über dein Stream Deck quasi immer in 10er Schritten, glaube ich. Ja, verstehe. Ja, also im Zweifel würde ich es nach Gefühl machen. Dann, wenn du jetzt weißt, okay, da ist eine 5-Minuten-Strecke mit dieser Seeatmo, weil die Person halt am Meer war, dann hörst du da einmal rein und sagst, oh, ist aber laut, dann machst du einen Schnitt, dass die frei steht und machst das Item halt ein bisschen lauter und leiser. Weißt du, wie man ein Item mit der Maus leiser lauter macht? Kleinen Moment, ja. Kannst die oberste Kante
mit der Maus anfassen. Also am besten machst du mal zwei Schnitte mit der Taste S oder mit Alt-Klick. Darf ich kurz fragen oder kriegst du es dann nicht geschnitten? Ich kann jetzt hier zum Beispiel, wenn ich es darüber machen wollte, komme ich gar nicht. Ich mach's nicht darüber. Dafür ist der Effekt nicht gedacht. Ja, okay, das ist funktioniert für Sprache, auch gar nicht. Also ich würde ihn nicht für Geräusche nehmen. Weil was machst du, wenn das Geräusch mal kurz weg ist, weil es leise ist, dann wird es noch leiser und dann pumpt das. Bei Sprache geht das super. Ich würde es nicht für Geräusche nehmen. Also hier kann ich an der oberen Kante. Genau. Entlang. Das ist interessant. Also kannst du die runterziehen. Jetzt macht er das ganze Item leise laut. Wenn du weißt, am Anfang ist nur diese. Ich würde jetzt natürlich nicht alles lauter machen, außer du weißt, deine Geräusche sind alle gleich laut, sondern ich würde dann zwei Schnitte setzen, mit Alt-Klick wieder in den Track und dann kannst du nur dieses Stückchen zwischen den beiden Schnitten einfach. Ja, das sieht doch bis hierhin zum Beispiel. Ach, und dann gehe ich an die obere Kante. Genau. Markieren erst anscheinend und dann. Nö, es reicht schon, die obere Kante erwischt, genau. Man muss dir ein bisschen gucken, dass du da hinkommst mit dem Cursor und dann kannst du untersehen. Wenn du mal versuchst, lauter zu machen, wirst du sehen, das geht nicht. Ja. Wenn du die Shift-Taste drückst, dann kannst du auch lauter machen. Nice. Ja. Genau. Wo ich gerade diese Wellenform sehe, wir haben ja vorhin gesagt, dass die Taste H für die Höhe ist, um die Höhe zu verändern. Ne? Ja. Und wenn du mal die Taste Alt und H drückst. Warte. Ist da noch ein Solo irgendwie an? So. Ah, ja. Alt und H. Ja. Oh, dann werden die ganz laut. Die werden aber nicht laut, sie werden nur lauter dargestellt. Okay. Somit kann man relativ gut sehen, ob eine Spur zum Beispiel wirklich leer ist, weil du hast das Gefühl, das ist ja nur eine Linie. Wenn du jetzt nochmal Alt-H drückst, dann wird es noch lauter dargestellt. Okay. Oh. Sorry. Und wenn du es nochmal drückst, ist es wieder normal. Die Spuren sind So. Ah, okay, jetzt sind sie normal und dann. Genau, also du kannst mit Alt-H zwischen. Das ist aber eine reine Darstellung. Nur Darstellung, genau. Das ist nur die Darstellung. Das ist dafür praktisch, wenn man mal schnell gucken möchte, ist da was? Oder, weil, ne, so eine Linie kann ja eigentlich was dahinter sein. Und wenn du aber in der Größenstufe siehst, die Linie ist flach, dann weißt du, okay, da ist Stille. Da hat die Person ihre Mute-Taste benutzt, zum Beispiel. Ja. Genau, das ist eine schöne praktische Funktion. Konnte ich nicht sogar die Wellen anders darstellen lassen? Ja, das geht mit, wenn du mal die Alt- und die Shift-Taste und H drückst. Alt, Shift und H. Ah. Dann hast du nur die halbe Welle quasi. Das ist dann so wie in Hindenburg. Genau, das ist wie in Hindenburg. Deshalb auch die Taste H, glaube ich. Genau. Wenn du jetzt nochmal, oh Gott, jetzt muss ich mal gerade gucken, wie die Taste war. Es gab noch eine Taste, war das, Moment, Alt D. Drück mal Alt, also Option, nee, Alt und D wie Dora. Dann macht er dir die ganzen Docker weg und du hast Platz. Hm. Also wenn du jetzt nur schneiden willst und nicht ständig irgendwie die Tracks an und aus, obwohl Tracks an und aus geht ja noch, aber wenn du jetzt zum Beispiel die Uhr nicht brauchst und die ganzen Dinger nicht brauchst, diese ganzen Docker, dann kannst du die mit Alt-D wunderschön wegmachen, kannst du die Spuren jetzt noch größer machen. Das geht übrigens auch mit, Moment, da gibt es auch eine Taste, Command-Shift und das Mausrad. Also wenn du eine Maus hast mit Rad, kannst du die Command-Taste, also Apfeltaste, Shift und dann kannst du an dem Rädchen drehen. Command, Shift. Shift. Ah. Dann macht er die markierten Tracks oder glaube ich alle, nee, nur die markierten, genau, macht die dann in kleinen Stufen größer, kleiner. Sehr, sehr gut. Das ist dann auch sehr praktisch. Genau. Generell gilt, wenn du meinst, es gibt es denn nicht eine Taste für kannst du mal Alt, Komma drücken.
Genau, wenn du Alt-Komma drückst, dann kommt diese Ansicht. Das ist das Actions-Menü. Und da gibt es oben die Taste Find Shortcut. Ja, hier. Wenn du da mal drauf drückst und jetzt zum Beispiel eine Taste, also drück mal D. Dann siehst du, ach, D ist nicht belegt. Warte mal, dann drück doch mal Plus. Und dann zeigt er dir, markiert da unten, welche Funktion aufgerufen wird, wenn du die Taste Plus drückst. Nämlich Zoom in, Centered at Cursor Position. Das heißt, mit Plus und Minus zoomst du an der Cursor-Position rein und raus. Mhm. Ne? Und wenn du jetzt umgekehrt, du glaubst, gibt es nicht etwas, um die Trackhöhe zu verändern, dann drückst du halt Alt-Komma und klickst oben bei dem Filter, tippst du sowas ein wie Track und neues Wort Height. Und dann kriegst du alle Funktionen, die was mit der Trackhöhe zu tun haben. So, und wenn da jetzt irgendwas bei ist, wo du sagst, das ist ja super, das wollte ich immer schon mal haben, dann kannst du dir auch selber Tasten damit belegen. Okay. Also wenn du jetzt unbedingt immer brauchst, keine Ahnung, die Taste Decrease Selected Track Heights, dann könntest du dir, was weiß ich, das auf Alt-Minus oder irgendwie sowas selber legen, indem du dann unten bei den, da gibt es unten links einen Add-Knopf. Wenn du da draufklickst, kannst du jetzt dann eine Tastenkombination aufnehmen für diese Funktion. Und das würde er dann speichern und dann gilt ab sofort die Funktion, wenn du die Taste drückst. Okay, cool. Ne? Das ist dann sehr praktisch, wenn man immer wieder etwas braucht und das hat standardmäßig noch keine Taste. Aber eigentlich sollten alle Anwendungsfälle von uns schon durchdacht sein, aber wer weiß. Manchmal hat man ja so Spezialaufgaben. Kann ich jetzt irgendwie auch die leisen Stellen automatisch rausschneiden? Gut, dass du fragst, Johannes. Du schneidest jetzt am besten zu Demo-Zwecken mal so, keine Ahnung, 5 Minuten Stück. Also mach doch mal irgendwo einen Schnitt, bei Kati zum Beispiel. Okay. Genau, und dann markierst du dieses vordere Stückchen da jetzt. Mhm. Und dann drückst du Shift und D oder machst einen Rechtsklick und da steht dann in der Beschreibung auch, wo ist das? Remove Silence. Ah, da oben. Genau. Jetzt passieren 2 Sachen. Erstmal normalisiert er von diesem Stück jetzt die Lautheit auf minus 23 LUFS, damit der danach folgende Filter schon die richtigen sinnvollen Werte hat. So. Und jetzt geht dieses Fenster auf. Jetzt drückst du unten. Ich kann es nicht genau lesen, weil es für mich kleiner ist. Was steht da unten? Set Transit Sensitivity. Nee, warte mal. Present Split. Du machst auf Split. Okay. Wow. So, jetzt hat er überall Schnitte gesetzt und die stillen Elemente entfernt und die Dinger, die noch über sind, wenn du da mal näher ranzoomst, dann mit der Plus- und Minustaste zum Beispiel, dann siehst du, dass er da die ein- und ausgeblendet hat mit einer relativ langen Blende. Mhm. Das ist eine andere Blende, als wenn du nur einen Schnitt machst. So. Aber hätte ich das nicht ein bisschen feiner erst einstellen müssen? Nö, das ist nach unseren Erfahrungen ein guter Kompromiss, der fast immer funktioniert. Also die Chance, okay, dass du jetzt was wegschneidest, was eigentlich hätte bleiben sollen, ist relativ gering. Also, okay. Genau. Das aber heißt, jetzt ich zum Beispiel so. Ja, kannst du mal reinhören, was da ist? Ja, das sind Mikrofonstörgeräusche. Gut, die Störgeräusche waren jetzt so laut, dass das Ding natürlich nicht unterscheiden kann, ist es jetzt ein Hihi oder ist es ein Bubum. Ne? Das muss man dann halt per Hand nochmal wegnehmen. Aber es hilft einem. Das erkennt man bei vielen Menschen auch gar nicht, ob sie ein Hihi machen oder. Genau, also das Ding kann natürlich nicht zaubern, aber das hilft dir schon mal. Ja, viel Stille wegzuschneiden und dann kontrollieren muss man es ja eh am Ende nochmal. Kann man sowas auch rausschneiden? Leider nicht. Man kann auch keine S und Ös automatisch, also noch nicht. Naja. Das kommt. Genau. Gut. Okay, das wäre. Dann kommen wir doch jetzt mal zu dem Punkt. Jetzt nehmen wir mal an, du wärst jetzt durch. Warum sollte ich das jetzt machen mit der Stille?
Also ich weiß es, aber... Also ich finde das sehr angenehm mit der Stille, weil du jetzt hingehen kannst, wenn du das jetzt bei mehreren Spuren übereinander gemacht hast, hast du plötzlich die Möglichkeit, einzelne Elemente gegeneinander zu verschieben. Zum Beispiel um ein Timing-Problem. Da komme ich im Teufel. Genau, also du, nehmen wir mal an, du erzählst einen Witz. Ja, also dein Charakter erzählt einen Witz. Jetzt ist durch die Studio-Link-Verbindung und so weiter, kommt das Lachen erst einen Hauch zu spät. Und das könnte dann komisch klingen. Ja, also ich erzähle einen Witz und du machst... Ja, Ziel ist der Tresen hier drüben, Sherry. Dann fängst du erst an zu lachen. Jetzt möchtest du diese Zeit verkürzen. Unten drunter ist jetzt aber Atmo und Musik. Du willst aber nicht die Musik neu schneiden. Dann könntest du jetzt einfach ihre Reaktion einfach ein Stück nach links schieben und schon hätte sie früher gelacht. Und ja, hier ist ja der Punkt im Grunde genommen, dass ich gerade was sage. Moment. Oder? Ja. Sagen wir mal... Ja, Ziel ist der Tresen hier drüben, Sherry. Da merkt man, dass ich eigentlich hätte gar nichts sagen müssen am besten. Mhm. Ja, das heißt, ich würde mich jetzt hier rausschneiden. Genau. Dann machst du wieder Alt-Klick und Control-Alt-Klick am Ende. Control-Alt-Klick am Ende. Und dann haben wir Steff wahrscheinlich. Bei der Zwischenstation, oder? Und jetzt passiert hier lange nichts. Und dann könnte ich sie hier, das ist nur ein Bumper. Das Problem ist, wenn du sie jetzt natürlich rüberschiebst, hast du danach natürlich so ein Atmo-Loch, wo dann was fehlt. Also du musst an irgendeiner Stelle dann doch wahrscheinlich in der Atmo rumschneiden. Ja, das ist aber auch überhaupt kein Problem. Mhm. Warte, mit Taste P höre ich mir kurz Anfang und Ende an. Station, oder? Ja, Ziel ist der Tresen. Okay, das kann ich hier jetzt sogar rausschneiden, ganz gut. Genau, und meine Erfahrung hat gezeigt, dass bei der Atmo... Warte, wir hören uns das kurz hier an. Das ist jetzt ein harter Schnitt, aber wenn wir das hier einfach überblenden und das geht an fast jeder Stelle. Ja. Oh. Da ist noch diese Loop-Funktion an. Ah. Darum. Fällt es überhaupt nicht auf. Und genau, das geht fast überall in der Atmo. Genau, das geht meistens so. Und im Notfall geht es auch, wenn machst du die Überblendung einfach noch länger und dann geht das schon irgendwie. Genau. Das ist übrigens auch was, was ich bei so Atmen von mir sehr häufig gemerkt habe. Jetzt schweife ich ein bisschen ab, aber im Inneren. Du trittst in das runde Globulus-Gebäude. Der Raum ist halbkreisförmig und wird hinten durch ein großes Regal mit lauter Glasgefäßen abgeschlossen. Jetzt haben wir hier so eine Art eine kleine gehabt. Der ist jetzt relativ leise gewesen. Das heißt, der ist jetzt gar nicht so schlimm, aber. Der Dynamics hat den jetzt wahrscheinlich auch. Eine kleine Tür. Nee, ich hab ja gar nicht. Achso. Oder ist der noch drauf? Nee. Muss mal gucken. Warte. Nee, der ist gar nicht drauf. So, mach ihn mal an. Guck mal, ob das vielleicht schon reicht. Ja, wird schon 4 dB leiser. Oder was das sieht. Ja. Ja. Genau. Was ich normalerweise mache, ist, hier vorne einen Schnitt zu setzen. Mhm. Und dann fade ich nicht so rum ein, sondern so rum. Ah, okay. Mhm. Und dann ist der noch ganz leise da, aber verschwindet eigentlich. Ja. Geschlossen. Ah, ich habe den Loop noch an. Moment. Geschlossen. Bis auf eine kleine Tür. Und dann ist er sehr unauffällig. Ja, genau. Das kann man machen. Also entweder schneidet man ihn halt ganz raus, indem du ihn mutest. Oder du kürzt. Aber manchmal ist er ja auch gut, sogar wenn er gut reinklingt. Aber kann ich das, diese Art des Einfadens schneller ändern mit einer Taste? Weißt du das? Du kannst einen Standard-Fade festlegen, weiß ich. Also da macht er immer den. Und du müsstest dann umschalten, wenn du was anderes willst. Wenn du mal in die Settings gehst, das geht mit, wie bei jedem Mac-Programm, mit Apfel-Komma oder Command-Komma. Links auf Projekt. Da der zweite Punkt, Media-Item-Defaults. Dann siehst du da links diese zwei Buttons und da kannst du jetzt draufklicken und den Standard-Fade einstellen. Ja. Den dann auf den andersrummen machen und wenn du jetzt einen Fade machst, sind die alle andersrum. Ob das jetzt sinnvoll ist, weiß ich nicht, weil ich glaube, der macht er bei jedem Cut diesen Fade.
Ja, tatsächlich ist der, ja, aber ich glaube, also zumindest beim zweiten Durchgang auf alle Fälle. Ja, also damit kann man es umschalten und dann macht er ab sofort, wenn er eine Automatik fällt, macht den. Okay. Genau, könnte mir auch vorstellen, dass man das irgendwo umstellen kann. Weiß ich jetzt nicht. Ist egal, weiter. Genau, kann man mir mal suchen. Gut, da wir nicht mehr so viel Zeit haben, würde ich sagen, kommen wir jetzt mal zu dem Punkt, sagen wir mal, wir sind jetzt fertig mit dem Schnitt. Cool. Und jetzt kommen wir zu einem Punkt, sind natürlich Kapitel. Ich weiß nicht, wie machst du deine Kapitel? Hast du da so einen vorgefertigten Satz, den du importierst und nur hinsetzt? Oder machst du es jedes Mal per Hand? Oder wie machst du es? Ich schreibe mir das auf dem Blog. Mhm. Okay, also hat nicht jede Folge immer fast die gleichen Kapitel? Also ich sag mal so, es gibt nicht mehr so wie bei Akte Aurora, weil wir nicht wissen, wo der Kandidat, die Kandidatin immer hingeht. Mhm. Aber es gibt quasi Intro, Outro und Tagebucheintrag vorne und hinten und es gibt dazwischen halt 5 Orte oder 10. Okay, pass auf, dann machen wir doch jetzt mal Folgendes. Mach mal irgendeine App auf, wo du Text schreiben kannst, Texteditor oder ein... Ja, mach doch mal Textedit auf. Gut, dann speicher doch mal den Text ab unter einem neuen Namen und dann nennen wir den sowas wie Kapitelmarken Standard oder so und vielleicht an irgendeinen sinnvolleren Ort als die Cloud. Sowas wie Desktop oder Projektverzeichnis. Ja, Lano Cloud einfach. Lano Cloud, das klingt gut. So, und jetzt schreibst du da einfach die einzelnen Kapitel untereinander. Also wir würden, was weiß ich, anfangen mit einem Intro, Begrüßung, sowas. Und immer in einer Zeile die Dinger. Moment, ich dachte, wir machen das für mich, nicht für... Okay, ja. So, jetzt speicherst du es nochmal ab. Und das Wichtige jetzt, markierst du den Text komplett und tust ihn in die Zwischenablage. Also Apfel A, Apfel C. Ah, das ist das, was TikTok ausliest. Genau. So, und jetzt gehst du nach Ultraschall und gehst ins Podcast-Menü. Und da gibt es dann den Programmpunkt, das muss ich selber gucken. Und da irgendwo gibt es Chapters oder Markers. Genau, Markers unter Recording. Also im Abschnitt zweitens findest du Markers. Und da gibt es Insert Plant Markers from Clipboard. Das dritte von unten. So, jetzt siehst du da schon rechts, wenn du vielleicht das Effektfenster ein bisschen schmaler machst. Dann sehen wir da rechts die Marker in grün. Und da sieht man auch, die haben alle die Nummer 0 und die werden da hinten bei den Tausendstel Sekunden einfach aufgedingst. Das heißt, die sitzen jetzt gerade alle noch ganz vorne im Projekt, sind grün, werden auch nicht exportiert und so und die liegen da so vor sich hin. Jetzt würdest du als allererstes, weil das Intro ja ganz oben steht, an die Stelle springen, wo das Intro anfängt. Ja. Und dann drückst du die Taste B für die Funktion Set Next Planned Marker. Dank. Hallo und auch. Ja, im Grunde genommen, Moment. Wissen wir, die kommt hier. B. Oh. So, jetzt hat er, weil du B gedrückt hast, dieses Intro dahingesetzt. Jetzt steht oben an der Spitze Tagebucheintrag von gestern. Jetzt würdest du also an die Stelle spulen, wo der Tageeinbuchtag kommt. Und auch wieder B drücken. Gleisen gibt es schließlich. Oh. Und so weiter. Und das Gute an dem Ding ist jetzt, dass du nichts vergisst. Also wenn du so immer die Standarddinger hast, vergisst du nichts. Und du musst es nicht jedes Mal noch eintippen, sondern du importierst ja einmal am Anfang diese Kapitel und setzt die dann. Ja, sehr cool. Also das ist sehr praktisch. Was ist, wenn ich jetzt dazwischen einen habe, der nicht... Ach so, dann würde ich quasi M machen. Dann löscht du den einfach. Nee, ich würde M machen. Oder M und einen neuen, genau. Jetzt setzt du einen normalen, genau. Also wenn da jetzt einer auftaucht, der...
nicht in der Liste ist, genau. Ja, okay. Genau, und jetzt, jetzt gehst du halt zu Mietze und drückst wieder B und so weiter. Cool. Bis du durch bist. Genau, wenn du dann später exportierst, dann hast du die halt auch als Kapitelmarken. Wie hast du das jetzt normalerweise gemacht bei Akte Aurora? Genau so, ich habe erst geschnitten, dann habe ich mir meine Standardkapitel genommen. Aber teilweise du hast auch. Du hast quasi bis am Ende noch einmal durch? Ja, oder ich bin einmal durch. Man sieht ja, das Gute ist, also bei Akte Aurora war es so, das war ja so schön strukturiert, dass man das immer anhand von irgendwelchen Effektspuren schon erkannt hat. Da ist irgendwas, weil da war dann eine Musik oder ein Titel. Das heißt, du siehst schon grob, wo ist denn dann jetzt die Piratenprüfung. Oh, wo ist der Einspieler Piratenprüfung? Weil da ist halt eine Riesenwelle und du weißt, das kommt halt als dritter Punkt und dann weißt du, okay, ich springe dahin. Dann springst du immer nur zu den markanten Punkten, hörst einmal kurz rein, setzt den Marker und das war's. Okay, jetzt, wie exportiere ich denn diese Marker überhaupt? Es gibt mehrere Möglichkeiten. Also erstmal kannst du unten links, siehst du ja diese Exportleiste mit den vier Tasten. Und der oberste Punkt davon, ach so, wenn du da mal mit der Maus drauf gehst, da steht dann auch so schön Save Chapter Markers. Wenn du den jetzt mal drückst, dann speichert er die Kapitelmarken irgendwo hin, wo du möchtest. Nice. Genau, dann gibt es, Moment, wie war das? Genau, dann gibt es da drunter die Funktion, kommen wir mal zum nächsten direkt. Der zweite Knopf, der ist dafür da, um die Audiodatei rauszuspielen, die fertige. Dann geht halt der normale Exportdialog von Reaper auf. Und da kannst du jetzt halt einstellen, als was du es exportierst, als FLAC oder direkt als MP3 und so weiter. Ich weiß nicht, was machst du immer? Machst du eine MP3 wahrscheinlich? Nee, ich mache tatsächlich eine FLAC. Weil wir FLAC und die schickst du dann hoch zu deinem Hoster und der macht daraus Gedöns. Genau, richtig. Okay, dann in diesem Fall bringt es dir dann nichts, die Funktion von Ultraschall zu benutzen, die Chapter-Marker in die fertige MP3-Datei einzufügen. Das geht nämlich. Also du kannst quasi auch sagen, ich exportiere meine MP3 und sage also dann, wenn wir quasi zusammen. Entschuldigung, wir haben noch einen internen Podcast-Feed, wo wir quasi nochmal Kontrolle hören und da brauche ich MP3 zum Beispiel. Genau, dann sagst du da MP3, encode ist das MP3 und wenn das MP3 fertig ist, also nehmen wir mal an, es hat jetzt alles geklappt und es ist fertig, dann drück mal abbrechen. Ja, aber Kapitelmarken mit einfügen? Ja, ja, das machen wir gleich. Das geht das ist ein extra Schritt noch. Soll okay, das haben wir gemacht, gerendert. Genau, jetzt gibt's den nächsten Punkt, der Podcast-Export-Assistent. Der dritte. Mhm. Da gibt es jetzt auch nochmal den Knopf Export MP3. Das hättest du also auch hier drüber alles machen können. Aber sagen wir mal, wir haben das MP3 schon. Dann gibt es da drunter nochmal die Chapter Markers. Die könntest du jetzt auch nochmal editieren, wenn du das möchtest. Aber die sind ja okay, so wie sie sind. Dann kannst du bei Edit MP3 Metadata nochmal draufklicken. Da kannst du dann so Metadaten angeben wie Titel, Autor und so weiter. Das jetzt für einen internen Feed sinnvoll ist, musst du dann gucken. Ja. Und dann gibt es da unten noch, dann kannst du noch ein Bild hinzufügen, ein Episoden-Image. Da steht auch, wie du das einfügst. Da musst du quasi eine JPEG oder eine PNG-Datei mit dem Namen Cover im Projektordner haben oder eine Datei, die exakt so heißt wie dein Projekt. Okay. Und dann drückst du unten auf Finalize. Und dann fügt er diese ganzen Daten, also die Kapitelbilder, wenn du welche gemacht hast, und die MP3 zusammen. Wenn du mal oben auf Edit Chapters gehst, also den Knopf drückst, dann siehst du den neuen Kapitel-Editor. Schick. Da kannst du jetzt zusätzlich dem Kapitel auch noch ein Bild mitgeben oder eine URL. Okay. Und dann können die Leute in ihrem Podcatcher, wenn er das unterstützt, eine URL anklicken oder ein Bild oder ich glaube, es geht sogar beides. Genau. Und du musst unbedingt HTTP davor schreiben, so wie es da steht.
genau. Also wenn du das jetzt okay klickst, dann übernimmt er das. Und wenn du jetzt die Datei exportierst, hast du in passenden Podcatchern die Möglichkeit, diesen Link direkt anzuklicken. Was auch super geht, ist dann halt ein Image. Da kannst du dann quadratische oder auch rechteckige Bilder reinschmeißen. Die musst du einfach da ins Projekt draggen. Da gibt es auch ein schönes Video, das würde ich jetzt nicht erklären wollen, das dauert zu lange, aber du kannst einfach in eine leere Spur MP3s und PNGs, glaube ich, auch rein draggen ins Projekt. Und wenn das in der Nähe ist von einem Kapitel, dann merkt er das automatisch und verknuppert dann dieses Kapitel mit diesem Bild. Und dann taucht das später da auf als Kapitelbild. Genau, und dann, wenn du dann das exportiert hast, machst du natürlich noch die anderen Sachen, die man immer so macht, das auf den Server hochladen, die Webseite dazu passend einrichten, Metadaten noch dazu fügen und so weiter. Und dann kann man deine Folge veröffentlichen. Nice. Ne? Genau, also das war jetzt so mal kurz Überblick. Schnitt mit ein paar Finessen bis hin zum Export mit Ultraschall 4. Das meiste davon geht auch mit Ultraschall 3, aber man sollte natürlich lieber 4 nehmen, dann hat man auch diese ganze automatische Silence-Rauslöschung und so weiter. Das geht erst dann. Cool. Dann vielen lieben Dank. Ja, bitte, bitte. Dann danke für die Aufmerksamkeit an die Zuhörenden. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Gute Zeit.